Hey Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal CATS oder auch Cats. Ist so ein Robot Battle Simulator sozusagen. Und ja, ich habe schon so ein, sagen wir mal, Roboter. Und ich hatte auch eben schon aufgenommen, 18 Minuten lang. Ich habe nämlich die Aufnahme beendet. Als ich mir das dann angeguckt habe, war irgendwie der Bildschirm komplett ekelhaft scheiße. Ich hoffe, das wird diesmal nicht passieren. Wir können hier halt immer so die Sterne zeigen an, wie gut die Sachen sind. Der hat zum Beispiel 22 Angriffs Power, aber auch nur, weil ich den aufgewertet habe. Aber das ist auch halt, das ist trotzdem ziemlich gut. Ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt noch ansetzen soll. Die Räder auf jeden Fall. Ja, ich weiß aber nicht, nee, ich nehme, glaube ich, den alten Wagen einfach. Nicht wegen der Energie, sondern die Energie ist ja dann schlechter. Ja, das... 19 Leben zieht er ab. 15, dann nehme ich mir einfach das hier. Weil der Stachel war mir einfach, der Bohrer war mir einfach ein bisschen zu weit hinten beim anderen Gefährt. Ja, das war ein Bohrer, der war mir ein bisschen zu weit hinten. So, jetzt noch die Düsen ranbauen. Und das, und jetzt sind wir schon wieder fertig, oder? Nein. Ach so, ja. Ich hätte ja noch die geilen Sticker. Nämlich auch, wir können dann auch noch wetten. Also einfach auf Sachen wetten. Und ich habe halt einen Teil auf eine Wette gesetzt und jetzt steht der Sieger fest. Und gucken wir mal, ob ich gewonnen habe. Scheiße. Ja, ich habe auf den richtigen getippt, Mann. Alle Teile erhalten plus 1% Bonus. Ja, jetzt hat dieser Bohrer 1% auf Titan. Wie viel macht das jetzt? 22? Ah ja, gut. Ja, das hatte ich auch eben schon halt gesetzt. Obwohl, der Heber ist wichtiger als so eine Boost, oder? Ich habe nicht genug Energie. 2 Energie. Hä, warum die Düsen? Achso, die Düsen brauchen nur 1 Energie, oh. Ja, gut, okay. Gut, dann werde ich jetzt, man kann auch unten... Gibt es eine Meisterschaft? Da gibt es 23 Gruppen. Wenn man halt in der Gruppe direkt 3 Siege spielt. Einmal gegen jeden. Und wenn man halt dreimal hintereinander direkt gewinnt, steigt man direkt eine Stufe auf. Und ja, beim Duell, da spielt man einfach gegen irgendwelche Online-Spieler. Deswegen werde ich jetzt einfach eine Musik hier hinterpacken. Wahrscheinlich irgendwas von Kevin MacLeod. Und dann ein paar Siege erfarmen. Gönnt euch! Ja Leute, was ich noch gar nicht gesagt habe, man kann auch Kisten kriegen, die brauchen halt so, für Holzkisten braucht man 2 Stunden zum Öffnen, wahrscheinlich für andere Kisten dann länger. Ich habe jetzt schon eine 5er Siegesserie und ich würde sagen, es geht jetzt auch weiter. Damit ist meine Siegesserie auch beendet, meine 6er Siegesserie, weil der hatte richtig viele Leben und konnte mich noch richtig gut hitten. Dann spielen wir jetzt noch ein bisschen Meisterschaft. Kämpfe gegen alle anderen Spieler deiner Gruppe nacheinander. 9 Kämpfe für den direkten Aufstieg. Achso. Also 9 Kämpfe jetzt plötzlich für den direkten Aufstieg. Eben waren es nur 3, jetzt brauchen wir schon 9. Halt einfach für... höhere Gruppen braucht man dann auch mehr, wahrscheinlich. Mehr Siege, um direkt aufzusteigen. Schon direkt 3 Siege hintereinander.
glaube, es hackt. Wir verlieren nicht auch nur gegen diese kleinen Willis, wo wir dann drauf fahren. Wir fahren dann ja auf die drauf. Tja, schätze ich jetzt. Mach ich halt ein großes Rad dahin. Mann. Und mach auch vielleicht einen Heber. Achso, ich habe ja nicht genug Energie. Stimmt. Ja, damit. Und der macht halt nur 19 Schaden, ne? Aber dann werte ich den mit dem kleinen Rad auf. Ich versuche es jetzt ein bisschen aufzuwerten. Den Raketenwerfer werde ich niemals benutzen. Achso, ich brauche Münzen dafür. Stimmt, ne? Scheiße. Geht das vielleicht, wenn ich... ja, gut. Mache ich das. Kann ich nämlich auch meinen Wagenheber wieder... meinen Heber wieder benutzen. Dann ist das viel geiler. Ich habe zwar jetzt weniger Leben, aber dafür halt den Heber und mehr Angriffskraft. Ja, wir machen noch ein bisschen Meisterschaft. Sehe ich dann gleich wieder. Ja, ich glaube, ich werde das auch irgendwann mal ändern. Dass halt, wenn ich halt neue Teile bekomme, nicht mehr die Kettensäge nehme, sondern einfach dann irgendwann halt einfach diese Kreissäge nehme. Ach so, erstmal weiter. Ah, ich glaube, die Meisterschaft ist mir noch ein bisschen zu viel. Aber Leute, ich würde sagen, das war's von der Folge. Hoffentlich schaltet ihr das nächste Mal auch wieder ein. Abonnieren und Liken nicht vergessen. Ciao.